Damit willkommen bei Royal Revolt 2. Ja, wir mussten gerade ein Update durchführen. Hatte gerade noch gerade im Formanschluss Fallout aufgenommen. Das heißt, am Sonntag, beziehungsweise dieses Video kommt dann. Ist am Sonntag jetzt rausgekommen. Ich habe es am Freitag aufgenommen, am 9. Und ist auch ein kleines Update wie bei Fallout. Und. Aber wo Update? Das Spiel muss anscheinend wohl updaten. Es hat einen kleinen Patch bekommen. Was genau drin ist, weiß ich nicht. Sehen wir auf jeden Fall gleich, was sich verändert hat. Ich habe viel, viel dran gesessen an diesem Spiel. Es macht übelsten Spaß, wirklich. Allein das Verteidigen seiner eigenen Burg, zu handeln mit dem Gold, damit viel, viel upgraden muss und dann überlegen muss, schaffe ich an diesem Tag das Gold bei mir zu behalten, ohne dass ich angegriffen zu werden, beziehungsweise kann ich es ausgeben. Da ich nur begrenzte Optionen habe, Zauber zu erweitern, Garnison zu erweitern, beziehungsweise Mannstärke oder irgendwas auszubauen. Da uns ja momentan nur zwei Arbeiter zur Verfügung stellen. Ich sammle weiter meine Credits, beziehungsweise meine Dinger. Wir wurden natürlich wieder angegriffen. 110 Gold wurde uns entwendet, aber dafür haben wir drei Dinger bekommen. Wir sind Platz 1 wieder in der Bronzeliga. Das ist ganz gut. Dann schauen wir, wir sammeln wieder ein. Mittlerweile fast 900 Stück und ich würde mit 900 Stück würde ich mir, weiß ich noch nicht, ob ich mir, ich werde mir eins von diesen versuchen irgendwann zu besorgen. Ab und zu hole ich mir mal ein bisschen Nahrung, weil man sich doch was leisten will. Und ja gut, Tipps kann man immer sehen. Seht jetzt doppelte Belohnung fürs Einladen von Freunden. Wie gesagt, ich habe unten euch halt den Link dazu hinzugefügt. Und wir haben ein Postfach. Oh, ein Elite-Boost wurde hinzugefügt. Das ist ganz gut verlängert. Ah, das geht noch einen Tag. Okay. Oh, das ist geil. Hier kann man Boost für die Gilde machen. Ich habe eine Gilde. Könnt euch gern drauf bewerben. Hier ist Info Waging Flame. Ich bin halt alleine. Ich wollte halt auch Spaß und Dollerei selber machen. Und jetzt machen wir noch eine kleine Spende hier rein. 5000, jo. Spendenupdate. Auch wieder reingeführt. Wie viel brauchen wir denn? Wir können es erhöhen. Jawohl. Wir haben Level 3 erreicht. Das war hier eigentlich nur aus Spaß und Dollerei. Mittlerweile 3 Sterne haben wir erreicht. Und, na gut, da muss ich mal. Das sind meine Freunde. Das ist für euch nichts. Was haben wir denn noch bekommen? Oh. Ja, gut, wir haben Level 3 erreicht, das kennen wir. Und wir haben einen Boost von den Flammenrittern bekommen. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können gleich einmal ein Ding starten. Genau, Update. Einmal den Zauberturm. Upgrade einmal die Schatzkammer. Und einmal den Bombenturm. Erhöht Konstruktionsplan. Das heißt, unsere maximale Stufe. Der Unsterbliche beginnt in 13 Stunden. Das heißt, Saisonbelohnung, Bedingungen, Kosten von Champions. Okay, das können wir uns natürlich auf jeden Fall anschauen. Sammeln unsere kleinen Erfolge wieder ein und sammeln jetzt mal eben unsere Nahrung hier ein. Ich muss darauf achten, Flamme maximal im Lager. Okay, wir können nicht erweitern, sonst ist das Lager voll. Aber wir werden jetzt eben noch das Gold der Taverne dann sammeln. Und dann schauen, was können wir ausbauen. Ah, wir haben erstmal Boost der Türme. Das ist wirklich gut. Hier sehen wir auch die Boost. Ich würde gerne so einen Flammenturm bauen. Der kostet 250. Okay. Das bekommen wir, glaube ich, auch hin. Dann schauen wir mal unten erstmal in die Minen rein. Die sind immer ganz, sehr, sehr interessant. Oben. Sachen freizuschalten. Das sehen wir auch hier. Hier wurde was reingeschaltet. Ich muss jetzt erstmal das hier angehen. Heilung. Okay. Und Elite Boost. Auf denen. Und Mörser sind noch gesperrt. Erst ab Lörlacht. Das heißt, der Boost ist momentan für uns momentan nicht der Nutzen. Wir werden hiermit auf jeden Fall starten. Ich nehme Standardzauber meist den Hammer. Beziehungsweise, da ist glaube ich auch Hammer. Genau, Hammerschlag. Und
und Feuer. Es kommt auch manchmal drauf an, manchmal nehme ich auch die Schockwellen oder Giftwellen. Sehr, sehr selten die anderen. Und hier kombiniere ich sehr, sehr unterschiedlich. Aber da ich sehe, ich brauche Bogenschütze für den. Und Mauern haben wir auf jeden Fall da. Das heißt, ich muss da durchkommen. Aber die Schwäche ist bei denen. Bei denen ist es Eis. Bei denen wäre der Widerstand für den Limit. Da wir auch einen Boost bei diesen haben. Okay, dann werden wir diesen Kampf mal betreten. Gegen die Goldminen. Wir sind mittlerweile Goldmine 8. Und wenn jetzt erstmal ein paar von den Männern hier rufen. So, die Kanonenkugel auf jeden Fall immer zurückwerfen. So, der wird jetzt hier ein bisschen Haustum nehmen. Aber das macht uns gar nichts. Wir halten auf jeden Fall stark dagegen. Wir werden auf jeden Fall erstmal noch ein paar Bogenschützen besorgen. Ganz insbesondere ist jetzt ganz einfach, dass ihr lauft ein Stück vor, besonders bei den Eismenschen, mit Feuer einfach rein. Die werden sehr, sehr oft von Spielern genommen, die sehr, sehr effizient sind. Und an solchen Dingen macht einfach einen schnellen Hammerschlag, so jetzt müssen wir die Bomben aufpacken, ah, das war zu spät. Da kommt die nächste Welle fordere ich gleich mit. Manche die Bomben hier wegschlagen. Das ist immer das Nervige an der Sache. Die ganzen Bomben hier zu entfernen. So, da kommt die nächste Runde. Das heißt, wir schicken gleich hier auch die nächste Runde wieder los. Die gut gefüllt ist. Jetzt einmal durchlaufen. Versucht ich dann an die Tür zu sprechen. Oder halt die Eis-Gegner kaputt zu machen. Auch die ganzen Bomben sind echt hartnäckig. Das geht auch nicht. Schauen. Auch geopfert, das heißt, wir wollen uns da hochschießen. Und diese nächste HB ist unterwegs. 25 Sekunden. Das wird jetzt mal schnell durchgehen. 19 Sekunden, das wird sehr, sehr knapp. Aber machbar, wir haben zur Not hier oben noch die Marken bzw. Diamanten, die wir einlösen können, aber ich glaube, ich sollte das eigentlich relativ gut schaffen. Wir haben es auch geschafft. Relativ schnell, wir haben je nach Level erhöht sich auch die Zeit. Das kommt aus, rechnen sie aus pro Strecke, pro Turm, was halt vorhanden ist. Und wir haben auf jeden Fall gewonnen, unseren Bonus. Wir haben Marken bekommen, Medaillen, die für unsere Liga auch sehr, sehr gut sind. Das heißt, wenn man die Gruft macht, bekommt man einen massiven Medaillenschub und der zu Anfang sehr, sehr gut ist. Oh, ein Update. Ich habe meine Führung im Turnier verloren, das können wir gleich mal nachschauen. Aber ich würde gerne erstmal hier ausbauen. Genau. Und das dauert jetzt 4 Minuten, das ist ganz okay. Und würde dann hier Level 2 für den auf jeden Fall machen, weil ich den einmal schon mal eingesetzt habe und der hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut geholfen. Askar raus aus dem Schloss. Mal schauen, was unsere Führung sagt. Man sieht gleich, ich habe mit einem Kampf habe ich den zweiten Platz gemacht. Das werden hier, das wird wohl ein, zwei Kämpfe gewesen sein. Man sieht es ja auch. Da kommt man sehr, sehr gut dran. Und ich würde sagen, wir machen noch einen Kampf. Holen wir dafür mal eben noch hier eine leckere Rote von der Stange. Also nochmal 90 im Kauf. Die updaten sich auf jeden Fall die nächste Zeit weiter. Unser Lagerplatz ist 300.000, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne? 3 Millionen. Und wir brauchen für Schloss aber 800.000. Damit ich das auf jeden Fall erweitern kann, das werde ich auf jeden Fall machen. Jetzt nicht sofort, da ich erst gucken will, was kann ich noch in der Zwischenzeit erhöhen. Und das geht dann hier zum Beispiel, irgendwo kann ich glaube ich noch Baupläne machen. Baupläne, 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 750.000 Eistum, da 250.000. Damit ich halt da ein bisschen mehr machen kann. Das heißt, ich mache bis zu meinem maximalen Level alles hoch und kümmere mich dann um die nächste Stufe des Schlosses. Sollte ich das Gold natürlich nie ausgeben können, mache ich es gerne in diesen Laden für ein neues Schwert, wie man sieht. Ist auf jeden Fall eine super Sache. So, wir werden jetzt einen Kampf machen. Oh, der doppelte Boost hier. Das ist eine Ah, das sind die guten Türme hier, die ich auch haben möchte.
bisschen Gold kann man ein bisschen da durchgehen. Hier bräuchten wir den. Ich wurde aus der Top 3 rausgeschmissen, das heißt, wir müssen irgendwas angehen jetzt. Ich schaue immer gern so zwischen, was jetzt so. Ah, hier. Sehr, sehr einfach. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Es kann natürlich auch passieren, dass ich bei solchen einfachen Sachen sehr schnell Probleme bekomme, aber das hatte ich bisher eher selten. Okay, da gibt es einen Boost. Schnell, um hier durchzukommen, und die Türme einfach anfackeln. Mal sehr, sehr gut hin. Zack. Jetzt gehen wir hier hoch und können wir jetzt mit den Eismenschen. Keine Ahnung, was das immer ist. Sehr, sehr aufpassen mit seiner Armeen und da der was schnell schafft. Oh, schnell durch. So, alle weg. Okay, wir müssen einfach schnell rum. So, nochmal von denen holen. Ja. Aber zu denen hier durch. Die sind sehr, sehr wichtig, dass wir an den Dingern ankommen. Und die Kanonentürme ausschalten. So, nochmal ranholen. An die Eismenschen hier oben ran. So. Ausgeschaltet. Schnell das holen. Alles klar. Versuchen schnell durch die Armee durchzukommen. Nochmal komplett alles rauszuholen. Oh, jetzt eine sehr, sehr schwache Mauer. Eine sehr schwache Mauer. Aber es kann sehr knapp werden. Oh ja, letzte Sekunde, wir haben es geschafft. Der Sieg war kurze, knappe Niederlage. So, wir haben jetzt komplett 100%. Das ist meist so, dass die 100% erreicht werden, wenn alles zerstört wird und man halt alles eingenommen hat. Okay. Ab wieder aufs Treppchen und hier wieder üblich Schatzauswahl. Oh, wir haben heute alle 3 bekommen. Super Sache, wir haben sehr, sehr viel Gold bekommen dadurch. Nochmal knapp 80.000 dazu. Zu den Innen immer schon. Ja gut. Das ist mein Kriegerpaket nur für 750. Man sieht Slots, Helden Level 5, Silo plus 2 Level und ein volles Silo würden wir bekommen. Für 750 Stück habe ich natürlich nicht, da ich sie gerne ansammeln möchte. Die sind natürlich auch wieder ready. Sauber. Level 2 einmal da. Da ist das nächste Level auch offen. Und die werde ich auch gleich angehen nach dieser Aufnahme. Und wie gesagt, wenn ihr Bock und Lust drauf habt auf dieses Spiel, so Art Tower Defense mit Angriffen auf anderen, also sehr, sehr lustig auf der Art und Weise. Man kann auch seine eigene Burg dadurch erweitern. Und wenn man Freunde hat, kann man sogar die Verteidigung testen. Natürlich muss auch das Level zu den Leuten auch stimmen. Wie gesagt, wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr gerne die Gilde beitreten. Mittlerweile 7 Leute zur Verfügung. Ich bin immer noch alleine, aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist einfach nur so nebenbei noch ein bisschen Gold zu investieren. Alles klar, wenn es mir wieder gefallen hat für diese App, es werden auf jeden Fall noch ein paar Updates-Videos kommen. Mit dieser Reihe so 5 würde ich sagen, 5 bis 10, das ist mal so standardmäßig bei mir, habe ich mir so eingeprägt. Weil irgendwann merkt man auch, der Reiz ist bei so einem Video auch irgendwann weg. Viel kann man erreichen in 2 Wochen, 1 Woche, je nachdem wie auf dich rauskommen. Und dann kann vielleicht nochmal ein Zusatz-Update-Video kommen. Das ist natürlich alles offen. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und euer Flash dabei sagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.